Lilo. Also ich installiere gerade die Ubuntu Server-Version, ne, auf meinem Server. Ubuntu 15.04 Server-Version installiere ich gerade. Hab den Server an meinen Fernseher angeschlossen, wie man das normalerweise so macht. Ja, wie jeder guter Admin hat einen Fernseher eben Serverkelle. Und wir sehen mal später, wo uns das führt. Ich habe keine Ahnung, wie mehr. Welche Software soll installiert werden? Hier kann man noch Paketchen ankreuzen. OpenSSH ist sinnvoll. Dann kann man sich per SSH aufschalten. Unten haben wir noch manuelle Package-Installation oder Selektion. Kann man sich noch was anderes aussuchen. So, es tut ihm so scheinert, wäre das einzige Betriebssystem, der gerade vorkommen war. So, yes. Installieren vom Bootloader. Und dann wieder wohl gleich mal vielleicht eventuell neu starten, einrichten vom Benutzer und Passwörtern. Wenn das jetzt so ein bisschen flimmert, ist eher ungewöhnlich, dass man einen 55 Zoll Fernseher im Serverraum hat. Ich hatte jetzt aber gerade nichts anderes da. Installation wäre jetzt abgeschlossen. Ich ziehe den USB-Stick raus und da geht's weiter. Abschließen von Installation. Ja, schließ mal ab. Hallo, ich sitze hier rum und mache zwar Blödsinn. So, kein Signal, das liegt am Fernseher. So. Er dürfte sich dann vielleicht eventuell, wo ich dann schon mal im Bilde bin, totale Bilde, gleich mal neu starten tun. Kein Signal, deshalb, weil er im Moment dunkel macht. Jetzt muss er aber neu starten. So, Ubuntu 15.04 Serverversion. Und auf dem HP ProLiant 580, glaube ich, DL. Dickes, ausgelutschtes Ding, ich weiß nicht, was das heißt. So. DL 580 GS Server. Ich habe nochmal nachgeguckt. Vorsichtshalber. Oh, hoffentlich hatte ich jetzt die Buchse nicht offen dabei. So. Und es dauert jetzt, bis der neu startet. Nachher machen wir vielleicht mal so eine XRDP-Session, aber hier erstmal XRDP installieren, damit da was wird. Sonst ist das eher schade. Ne? Kann ja noch eine Kippe rauchen dabei. Also der erste Start auf dem Server dauert halt so ein bisschen, ne? Da kann man auch nichts. Da muss man halt warten. Bis ich da mal tot. Inzwischen oder so. Jetzt hätte ich 2 Sekunden länger warten müssen. Jetzt musste ich das Video gerade über HP ProLiant Invent. Ja. Wenn, wieder gesagt, wenn er jetzt so ein bisschen flimmert, im Fernseher am Server hat man nicht normalerweise. Ja, da bin ich wieder. So, 4x Quad-Core und 128 GB RAM. Bay 4, gut, ich habe nur 3 Netzteile angeschlossen. Ich habe aber 4 Einschübe dafür, ne? Ja. Da. Powerregulation über das Betriebssystem. So. ILO haben wir auch, Integrated Lightout, damit man auch einen ausgeschalteten Server übers Netzwerk einschalten kann. Ne? ILO. Netzwerk. Und jetzt piept es ganz fürchterbar. So, das sind so die Standardmeldungen von HP, wenn das so ist. Jetzt dürfte aber irgendwann mal. Aha, Ubuntu. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Kennen wir uns mit aus. Ich konnte gar nicht so schnell Enter drücken. Also ich habe gar nicht Enter gedrückt und der war schon weiter. Also die Zeit ist ein bisschen kurz eingestellt. Ja. Ach, was rollt das schön. Viel Text. Schon klar, dass man das auswendig lernen muss, sonst geht der Server. Nee, braucht man nicht. Es macht doch schon mal einen Eindruck, ne? Als wüsste man, was man tut. Denn sie wissen nicht, was sie taten. Okay, aber man sieht wenigstens mal ein paar Statusmeldungen. Ne? Das hat man beim normalen Ubuntu nicht mehr. Ne? Könnte man aber theoretisch einblenden, wenn man will. Finde ich schön. Server, Login. Ja, habe ich keine grafische Benutzeroberfläche jetzt oder was bei Ubuntu Server Standard. Ich dachte, das wäre jetzt standardmäßig so drin. Ne?
Passwort bei der Installation festgelegt. Absolut, ohne Garantie, was ich hier für Blödsinn erzähle. So. So. Geht in Start X. Ich glaube, X-Server ist nicht in seiner Start X. Probieren wir mal. Das glaube ich. Nee. Nee, haben wir nicht. X-Init haben wir nicht. So. Wollen wir auch eigentlich gar nicht. Wir bräuchten eigentlich XRDP oder so. Aber eigentlich bräuchten wir auch einen X-Server oder so. Ne? Machen wir doch mal, was da steht. Sudo apt-get-install xinit Passwort schon wieder. Möchten Sie, also das, aha, seht ihr mit euren entzündeten Augen, was so flimmert? X-Server, damit man überhaupt mal was Grafisches auch darstellen könnte, wenn man denn wollte. Und ich will das so. Wenn ihr es nicht so will, dann nicht so. Und damit sind dann halt viele andere Sachen noch verbunden. Für halt das, was auf dem Display videomäßig erscheint. Lassen wir mal weiterlaufen hier. Kann sich nur um Stunden handeln. Theoretisch müsste ich, glaube ich, auch den Ubuntu Desktop installieren. Der ist, glaube ich, standardmäßig beim Server nicht dabei. Ne? Also ich will jetzt einen stinknormalen Desktop, aber auch einen Server. Damit ich mal grafisch oder... Oder installiere ich einfach nur XRDP, aber... Schauen wir mal, warten wir mal ab und sehen wir mal weiter. So, jetzt hat er das alles mal gemacht. Was ist denn jetzt mit Start X? Ja, bin schon Start X. Und gucken wir mal. Interessant. Gut, ohne Desktop erscheint, glaube ich, hier nur X-Term oder so. Steuerung Alt F1 reagiert nicht. Steuerung Alt F2. Sind wir wieder auf der TTY? Ja, sehr. Und wieder mein Passwort. So. Sudo, also den X-Server hätten wir schon mal. Sudo apt-get install. Ja, wollen wir den Ubuntu Desktop oder wollen wir lieber einen Lubuntu Desktop oder einen Kubuntu Desktop oder irgendwo vielleicht mal Mate oder so. Mate, gibt's denn das? Mate Desktop. Mate ist doch schön. Wieder das Passwort. Mate ist nett. Ich mag Mate. Das dauert länger. Na? Muss ich wieder ausdrücken? Oder geht das schnell? Was ist denn eigentlich mit dem Logging Manager? Ist eigentlich Display Manager, ne? Ne? MDM heißt der bei Mate, ne? Mate Display Manager. Haben wir einen grafischen Login? Werden wir sehen. X. Immer noch dieselbe Käse. Ich glaube, ich muss das mal neu starten. Sudo reboot Passwort und Neustart. Nach Starten nichts Neues, außer dass mein Kupferlink down ist. Ansonsten Start X. Kommt da was? Da kommt da nichts. Immer noch nichts. So, also, aber die Maus geht, ne? Ja? Also man hätte ein X-Window-System, also mit Maus, ja? Das ist jetzt quasi blöd. Ja. Steuerung Alt F2. Weg an Passwort. Probieren wir jetzt mal. Wir haben ja noch keinen grafischen Login-Manager, ne? Und der heißt unter Mate MDN. Ja. Sudo apt-get install MDN.
So, Passwort. Einmal Passwort aufgeben. Ja, das ist ja. Ja, es wurden geholt. Wird eingerichtet. Langt jetzt Start-X? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich mach mal lieber sudo reboot. Ja. Oh ja, hier mit der Maus jetzt. Sudo reboot. Und dann nochmal Passwort. Und dann schauen wir weiter. So, schauen wir mal, hat das was gebracht? Ich weiß es doch nicht. Ich hab doch keine Ahnung oder was für elektrische Maschinen und alles, ne? Ich wäre froh, wenn mein Toaster geht. Jetzt blättert er wieder. Hab das auswendig gelernt mittlerweile, ja. Aha. Das sagt mir schon mal, dass das so vom Display her umswitcht, dass wir was Grafisches hätten. Ach, immer noch die selber Glühbirnen. Start-X. Das ist immer noch dasselbe, ne? Also wahrscheinlich muss ich hier noch den grafischen Display-Manager erstmal so als Standard irgendwie oder gedöhnt. Also mir ist das jetzt zu doof geworden. Ich mache mir XRDP drauf und versuche mich mal remote einzuloggen. Hier auf dem Fernseher ist mir jetzt zu blöd. Ich hätte vielleicht vorher nachgucken sollen, wie das geht. Ne? Wäre ja schön. Gut, dann muss ich wahrscheinlich den Display-Manager noch so einstellen, dass er standardmäßig ist oder das anders starten. Mit Start ist X war es wohl nix. Hätte ich jetzt nachgucken können. Ah ja, keine Lust zu. So, habt ihr jetzt davon. Wird eingerichtet sudo service xrdp start. So, und dann versuche ich mich mal einzuloggen. Was mir noch einfällt, ich müsste vielleicht mal die IP-Adresse wissen, damit ich mich mit xrdp hier verbinden kann. Ja, ifconfig. Und jetzt sehe ich, ich habe die IP-Adresse 030. Sehr schön. Damit ich mich mit dem Server verbinden kann, brauche ich erstmal R-Desktop so auf meinem anderen. Ich bin jetzt auch auf einem anderen PC, ne? Apt-get install R-Desktop. So, Passwort. Damit ich mich damit verbinden kann, so, installieren. Ist eingerichtet. Sehr schön. So, clear. Das ist uns klar. Und jetzt müssen wir natürlich eine RDP-Verbindung herstellen mit dem Server und der IP und gucken wir mal, ob das jetzt gerade so klappt oder mal wieder nicht, wie bei mir so üblich. So, die gelbe Tapete sieht man auch. Das ist auch wunderschön. R-Desktop. Ja. Der heißt, also minus Z ist schon mal gut, der Komprimierung ist nichts Verkehrtes. 192, 168, 0, 30, langt normalerweise vollkommen. Wenn ihr bestimmte grafische Benutzerauflösung haben wollt, dann könnt ihr die mit dem Parameter minus G angeben. Schauen wir mal. So. Username, Passwort. Und connected und ich sehe dasselbe Spiel wie auf dem Server. Da muss ich jetzt erstmal nachgucken, wie man MDM, ja, den Login Manager startet, aber funktioniert tut schon mal, ja. Name -a lsp release -a. Wir sind auf dem Server angekommen. Zop. Man sieht dort, was da im Moment so los ist. Schauen wir mal weiter und bis gleich.
Also mittlerweile habe ich mal geguckt, das ist die Xinit RC und ich müsste eigentlich die Mate-Session eigentlich von da aus starten, habe ich ja keine Lust dazu. So, sudo, jetzt muss ich da wieder rein, gut, sudo. Also grafisches Display haben wir schon, sonst hätten wir nämlich da kein, überhaupt nicht dieses Bild. apt-get install mate Sternchen. Konnte nicht, wir haben zurückgehalten. Ja, ich halte mich total zurück. ls-al. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Xinit RC selber zu erstellen. Nano.xinit RC. So, exec mate-session. Langt das oder ist das Session Manager? Muss ich mal spekulieren, ich habe mich gerade. Mate-session, ja. Da habe ich geguckt im Arch, Wiki-Arch, Arch-Stelle mal geguckt. Steuerung O, speichern. Ja, Steuerung und O, speichern. Steuerung X, beenden. Und jetzt gehe ich da mit Exit mal wieder raus. Und starte per Desktop neu. Wieder das Passwort und gucken, ob er tut oder nicht. Immer noch dieselbe Schabracke. Schade eigentlich. Will ich, weil ich es nicht. ls-al. Also, die Xinit RC hätten wir, wo ich wieder weiterkomme. Ah, der heißt Mate Session Manager. Ja, falsch im Arch Wiki Linux. Das ist aber zum Beispiel falsch, jawohl. Arch Session Manager. Kann ja auch nichts für, wenn das da verkehrt steht. Ja. Wir haben falsch vorgesagt. Tralala, Herr Lehrer, ich bin nicht schuld. Kriege ich jetzt eine 1. Ausgefunden mit Autokomplettierung. Tab-Taste bei sudo apt-get install mate-session und dann Tab gedrückt und dann sage ich, oh, Session Manager, auch schön. So. Jetzt müsste ich meine Xinit RC eigentlich mal wieder aktualisieren. 28 Minuten, 21 Sekunden, also so lange warten meine Abos aber nicht hier. Jetzt warten auf die Pop-Zeilen. Krieg es am Kopf. Auch rein jetzt da. So, auch ohne die Xinit RC zu ändern, hat es jetzt funktioniert. Im persönlichen Ordner ist jetzt immer noch mit STRG H die Xinit RC drin. Xinit RC mit dem exec mate-session. Funktioniert wunderbar, aber die Installation des mate-session-manager hat dafür gesorgt, dass ich jetzt ein Mate habe als Desktop und von da aus wieder weiterarbeiten kann. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Wir sind jetzt hier mittlerweile auf dem Server unter Mate, ne? Und den administriere ich gerade unter einem anderen Rechner per RDP. Das klappt schon gut. Und wenn man jetzt was hier noch installieren wollte, könnte man das hier tun. Zum Beispiel irgendeinen Systemmanager oder sowas, ne?
ich habe jetzt mal die Ubuntu-Server-Version auf meinem Server installiert und jetzt schmeiße ich mal gleich meinen Server an. Ich habe meinen Stromverbrauch angeschlossen. Das war noch so ein Thema vom letzten Mal. Wie viel Strom braucht denn die Fabrik hier? Ich habe jetzt an einem der drei Netzgeräte mal ein Strommessgerät angeschlossen. Mal gucken wir mal, was da so sich so tut. So langsam ab auf 270 Watt, 280, wo er noch so vor sich hin säuselt. Das ist ganz gemütlich quasi. 270. Jetzt das eine Kabel, vielleicht mal ein bisschen anders, ne? Ja. Entschuldigung. So ist halt. So. Ese. Das ist quasi jetzt, ich bin völlig entspannt und tue fast nichts. 275 Watt an einem der drei Netzgeräte, also mal drei. Schön. Ich glaube, da tut sie jetzt erstmal nicht mehr so viel. Ich mache mal Pause hier.